Hallihallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Let's Play World of Tanks. Und heute gibt es einen neuen Premium-Panzer zu sehen. Also zumindest für mich. Und zwar, ich habe mir vor, weiß ich nicht, 6-7 Monaten oder so, habe ich mir den M56 Scorpion, den kleinen schnuckeligen, also der sieht jetzt hier so groß aus, der ist aber eigentlich nur so groß, habe ich mir gekauft. Ich habe gerade schon, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, überlegt, warum ich mir den gekauft habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich der Meinung war, ich brauche mal einen Premium-Panzer, um meine amerikanischen Jagdpanzer zu skillen. Beziehungsweise die Crews. Musste dann aber diesen groben Kompromiss eingehen, was ich ehrlich gesagt ungern getan habe, dass der Scorpion nur 4 Besatzungsmitglieder hat, was bedeutet, dass ich den T25AT, dessen Crew jetzt aktuell hier auch drauf ist, man sieht, die ist so ultra schlecht, also einen Grundskill hat sie und danach ist erstmal noch nichts, dass ich die damit skillen kann. Man sieht hier T67, M18 Hellcat, die haben alle 5 von Besatzung, T25-2 ebenfalls. Ist natürlich ein bisschen schwierig. T28, also der Nachfolger vom T25AT, hat wiederum 4. Der Prototype hat aber wiederum 5. Also ist das hier eine Gratwanderung, was den Crewskill angeht. Und ja. Aber letzten Endes ist es ein Premium-Panzer und man kann halt doch auf Dauer feststellen, dass es sich lohnt, wenn man seine Besatzung nach vorne treiben will, wenn man sich so ein Teilchen in die Garage stellt. Zum Panzer selbst kann ich eigentlich nicht besonders viel sagen. Ich bin ihn noch gar nicht gefahren. Wie gesagt, ich habe ihn mir geholt, in die Garage gestellt und das war's. Ich habe auch aktuell nur ein Scherenfernrohr und ein Tarnnetz drauf. Ich habe hier noch ein bzw. 2 Slots frei. Ich überlege, deshalb werde ich ihn auch heute mal fahren, ob es sich lohnt, einen Richtantrieb bzw. einen Ansetzer oder sogar beides darin zu verbauen. Das weiß ich noch nicht. Was es sonst zu dem Panzer Besonderes zu berichten gibt, also er hat keinen volldrehbaren Turm. Das ist aber jetzt ehrlich gesagt eine Sache, mit der man leben kann. Eine Sache, mit der man nicht ganz so leben kann, ihr seht es hier oben rechts, ist die Panzerung. Und zwar, wenn ich das hier aufmache, dann seht ihr, ich habe 820 Strukturpunkte und ich habe genau eine Panzerung vorne, Seite, hinten von 1. Das heißt, wenn ich getroffen werde, geht das Ding auch definitiv durch. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Das heißt also, ich werde den Scorpion versuchen, so weit wie möglich hinten zu fahren. Es wird mir wahrscheinlich nicht besonders viel gelingen, aber ich habe irgendwo gelesen, beziehungsweise irgendjemand hat mir das gesagt, der Scorpion hat einen relativ guten Tarnwert. Was die Panzerung natürlich wieder ein bisschen ausgleicht, aber ihn immer noch ja zu einem Panzer macht, den man doch sehr passiv spielen sollte. Auch wenn ich gleich hier schon die oder 3/4 der Besatzung mit dem Tarnungskill ausgestattet habe. Na gut, nichtsdestotrotz, wie gesagt, so 3-4 Ründchen wollte ich heute mal fahren, einfach mal ausprobieren, wie der so ist. Und ja, auf diese Ründchen nehme ich euch dann direkt mal mit und wir wollen auch schon sofort loslegen. Limitiertes Matchmaking hat er, soweit ich weiß, nicht. Das heißt Tier 7 bis Tier 9. Da werden wir drauf treffen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir denn für Ründchen zaubern können und vor allem, wie man denn mit dem kleinen Teil so umgehen kann. Er ist relativ flink. Das ist natürlich die Frage, Drehgeschwindigkeit wird wahrscheinlich nicht so der Knaller sein, aber die Geschwindigkeit nach vorne, also wenn er einmal auf Touren ist, dann dürfte er ganz gut Gas geben. Müssten wir gleich mal den negativen Richtwinkel anschauen und man sieht hier, der ist schon ziemlich üppig klein. Ne? Also ein Chromel neben mir, danach ein SU-100Y, O-Experimental. Ja, weit hinten fahren bedeutet eigentlich, dass ich nach rechts muss. Was ich auch mal ausprobieren werde. Wow. Der Antritt geht aber schon mal klar. Ey, fahr mal nicht in die Kerre. 45 hat er von der Geschwindigkeit her. Wer kommt denn hier mit? DLC, Crumble, T43. Okay. So, ich guck mir mal den negativen Richtbereich jetzt an. Oh ja. Oh ja. Seht ihr das? Oh, das ist so... Das ist so...
ja, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen Richtung, oh, der dreht sich aber auch ganz schön flink. Ah, kann ich da irgendetwas treffen? Richtbereich geht eigentlich sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, da scheint ein bisschen was abzugehen. Zack! Jetzt bin ich aber auch auf. Das, das ist nicht gut. Ich muss hier weg. Ja, das ist so eine Steigung. Da ist der natürlich ideal. Ne? Mal eben kurz zack oben drüber und ab dafür. Jawohl. Sehr schön. So. Es gibt aber noch einen zweiten ELC. Da ist ein Tierchen 30 an 100 auf. Vom Richtbereich her muss ich aber ganz ehrlich sagen, geht aber schon. Upsi! Was? Wie kritischer Treffer? 3 zu 4 steht es aktuell. Irgendwie verteilt sich unser Team nicht besonders sinnvoll. Der 3001D hier muss von der linken Seite weg. Zack. T34-100 hat man direkt einen mitgekriegt hier. Warum schiebt er mich denn jetzt weg, der Lappen? Mensch, Cromwell. Hau doch ab da. Oh, Hauptgeschütz zerstört. Ich habe vom Emil einen mitgekriegt. Wo steht der Emil? Oh nein. Oh nein. Nicht gut, nicht gut. 3001D auf der linken Seite. Ich guck mal, ob ich das jetzt 141 Strukturpunkte noch. Hier ist natürlich jetzt nicht die Macht. Naja, immerhin habe ich noch eine mitgekriegt. Was steht denn hinten? Der Bischof? Ich komme ja gar nicht dran. Also Tarnwerte sind echt okay. Kann man schon mit leben. Jetzt gucke ich mal, ob der UI... Der schiebt sich hier langsam, glaube ich, dran vorbei. Ja... Also wir rocken das Ding wohl hier doch, aber man muss echt vorsichtig sein, dass man hier keine einfach mal eben kurze Vergleiste kriegt. So, 2A, die sind nur noch am Start. Jetzt gucke ich mir mal eben kurz... Oh, der Turm dreht sich extrem langsam. Ah, der Richtbereich geht aber eigentlich. Aber Halleluja, ein Treffer und man ist sofort... Man ist sofort mit irgendwelchen... Hey, Ding abhauen da, du. Tempo 45 ist eigentlich ganz okay. 15,5. Standardergebnis irgendwie, ne? Ja, also, ja. Man muss halt wirklich sehr, sehr vorsichtig spielen. Puh, man muss halt wirklich echt vorsichtig spielen. 808 Schaden. Ich habe natürlich nichts geblockt. Wäre auch welche Wunder. 808 Schaden. Naja. Für die erste Runde, ja gut, kann man mal machen, ja, aber... Ja, also Richtantrieb muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Vom Ansetzer her, ja, könnte man einbauen. Kann man. Muss man aber nicht. Also es ist auf jeden Fall auch ein Panzer für weite, offene Felder.
Diesmal ohne Arti. Tja. Also ich könnte jetzt rechts 1-2er Linie bzw. auf B3 mal gehen, aber das ist mir wahrscheinlich ein bisschen zu heikel, weil die Gegner ziemlich viele flinke Panzer haben. Ich glaube, ich werde mich eher mal Richtung Insel da hinten verschieben. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Arti haben wir nicht. Wir haben auch ein ziemlich langsames Team. Die Gegner sind deutlich agiler. Wir haben Churchill GT, AT-8. T-29 hat noch nie einen Churchill GC gesehen, auch nicht schlecht. So, dann wollen wir unser Scherenfernrohr auspacken, denn das ist ja auch ein Zubehör, was man auf jeden Fall braucht. SP6 ist rechts, Firefly ist rechts. Wirkungstreffer. Ja, nee, jetzt sag mal nicht, ich bin auf oder was. Was ein Lacker, dass der so schnell geschossen hat. Krasser Scheiß. Ach, die Stewards stehen da hinten. Alles klar. Ja, Black Prince, was ist hier los? Du müsstest mal nach vorne kommen, du Lappen. Eigentlich nicht die beste Variante, was ich hier gerade mache, aber ich habe leider Gottes keine andere Chance. Ich muss jetzt erstmal hier hinten bleiben. Solange die rechts die Flanke halten und unsere hier mal ein bisschen vorrücken, könnten wir sogar ein bisschen Gas geben. Der andere Steward ist auf der rechten Seite, umkreist die anderen gerade aktuell. Kann ich jetzt irgendwie nicht so besonders wirken, muss ich feststellen. Gut, der 34er ist raus. Das ist ja schon mal was. So, der AMX scheint hier hochzukommen. Jetzt Geschichte. Ja. Los, T29. Du gehst ruhig nach vorne. Ich deck dich hier. Nein, jetzt bin ich daneben geschossen. Was? Kenne ich gar nicht diese Ungenauigkeit von den amerikanischen Geschützen. Aber ich kann jetzt ja auch nichts besonders Großartiges machen. Wenn der T29 umkreist wird, werde ich natürlich wissen, was dagegen zu tun. Wir würden das hier auch noch rocken. Wir müssen noch ein bisschen Gas geben auf der rechten Flanke. Aber das ist das Problem, das sind halt überwiegend langsame Panzer. Okay, Gegner Cromwell ist schon mal abgesoffen. Ey, was? Wieso treffe ich den denn nicht? Oh Mann! Kann doch nicht sein, ey. Ja, so. Der ist auf jeden Fall schon mal Geschichte. Sehr schön.
So, jetzt würde ich vorschlagen, komm mal zurück, Johnny. AMX ist noch fast full life. Zack. So. Jetzt können wir hier mal ein bisschen was machen. Also ich glaube, dadurch, dass man hier so wenig Panzerung hat. Oh, Freunde, was ist da los? Nee, im Leben nicht. Sehr schön. Auf Wiedersehen. So, T40 und Jagdpanther. Nur noch T40. Und irgendwo muss noch ein Nashorn rumgammeln. Ja, da hinten war klar. Schön Auto-Aim drauf. Mist. Ach, schade. Schade. Aber egal. Also man muss ihn wirklich sehr passiv spielen. Idealerweise irgendwo hinter Panzern, die das Ganze gut nach vorne bringen. 1399 Schaden ist okay. Könnte besser sein. Was hat denn der überhaupt für Strukturpunkte? Hatte, glaube ich, 800, ne? 820. Ja, 1300 ist okay. Doch, kann man schon mitleben. Und natürlich wieder hier das Plus an Credits. Ich habe 50 Schaden ermöglicht, immerhin. Das ist ja schon mal was. Ein Treffer erhalten und das sofort war wieder alles kaputt. Man könnte drüber nachdenken. Das wäre, wäre sogar eine Option, die ich einfach mal jetzt mit in die Waagschale schmeiße. Und zwar eine Reparatur. Also eine Werkzeugkiste reinzupacken. Es ist ja im Endeffekt so, man kriegt ja wirklich bei jedem Treffer scheppert das Ding, ne? Also da ist ja irgendwas, muss ja immer kaputt sein. Für 25% schnellere Reparaturgeschwindigkeit ist ja diese Werkzeugkiste. Hat übrigens nichts mit dieser Werkzeugkiste hier, mit dieser Ersatzteilkiste zu tun, ne? Also damit repariert ja eigentlich alles, also mit dieser großen repariert ja auch einmal alles. Dann gibt es ja auch noch die kleine, hier. Kleine. Damit repariert er nur ein Modul. Und ich glaube mit der... ja, weil wenn was bei dem kaputt geht, dann scheppert es. Ne? Also wenn er getroffen wird, ist... Ach du Scheiße, Tier 9. Oh Gott. Naja, gut. 800 Schadenspunkte. Also wenn mich ein Räumerwagen trifft, oder so ein... Ja, mit dem Scorpion noch nicht unbedingt, aber wenn mich ein Räumerwagen trifft, dann könnte ich auch ein angenehmer One-Shot sein. Beim Jagdtiger durchaus auch. RU ist auch möglich. Ja, was mache ich? Ich kann nur extrem weit hinten bleiben. Ich versuche mal jetzt hier oben hochzufahren. Das ist eigentlich eine Position, wo man in der Regel mit schnellen Panzern nur hinkommt. Aber er scheint mir ja nicht gerade langsam zu sein. Los geht's. Ja. Werden wir mal schauen. MT25, geh bitte weg. Oh, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wo man denn überhaupt hochkommt. Ich glaube, hier war das, ne? So.
Hä? Ja. Unsere Jungs stehen irgendwie sehr weit hinten, muss ich feststellen. Komm doch ruhig nochmal nach vorne. Ah, wenn du da stehst, könnte ich ja eine wegkleistern. Mir schwant Böses. Links gehen sie alle durch. Und das bringt doch nichts. Die werden jetzt reihenweise runtergeschossen. Hinten steht ein Räumerwagen. So ein Mist. So ein Mist. Ja, leider Gottes schon zum Scheitern verurteilt. Oh. Jetzt mal schauen, ob ich vielleicht da oben beim WZ noch ein bisschen was bewirken kann. Arti scheinen wir nicht dabei zu haben. Shit. Mist. What? Wieso ging er denn nicht durch? Am Jagdtiger da vorne komme ich sowieso nicht durch. Der T-34. Was machen die beiden denn hier hinten? ISU und IS. Die Gegner haben noch zwei Scouts. VKB da oben. Komm ich irgendwie auch nicht dran an den RU. Na, endlich. Also links scheint frei zu sein, aber wir haben auch links kaum noch Feuerkraft. Wenn da irgendwo ein Neuner steht, haben wir schon direkt die A-Karte gezogen. Ich kann leider momentan nichts anderes machen, als hinten stehen zu bleiben. Ich habe keine andere Chance. T-34 da hinten muss auch hinten bleiben, dann kann hinten nichts Großartiges mehr reißen. ISU ist ja verständlich, warum die hinten bleibt. Komme ich ja absolut drauf klar. Scorpion G. Der muss da unten bleiben. IS könnte prinzipiell eigentlich gegen den... Oh nein. Jetzt deckt er natürlich, geht natürlich meine Flanke hier auf. Ich bin auf? Von wem denn? Wer hat mich denn aufgemacht? Der Sheriff fährt da hinten irgendwo, ja. Ja, was kann ich jetzt Großartiges machen, außer einmal nichts.
jetzt nach vorne fahren. Ich weiß nicht, ob das die richtige Variante ist. Ich mache eigentlich sehr, sehr ungern. Gerade gegen den Scorpion G habe ich da jetzt nicht unbedingt die Passion zu, aber ich muss es wahrscheinlich machen. Und das Scorpion G ist hier nochmal eben kurz full life. Da ist der 3002. Alles klar. Okay, der zieht sich hier zurück. Bin mal so vages mutig und schmeiß mich mal hier rein. Aha, da stehen Scorpion, okay. Feuererlaubnis erteilt. Ziel verloren. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ziel erfasst. Oha. Das sollte jetzt eigentlich nicht so passieren. Ich sehe sie nicht mehr. Feuererlaubnis erteilt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Shit. Ja, im Nahkampf mit dem nicht voll drehbaren Turm ist echt blöd. Schade. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt noch näher dran, dann könnte ich den wegmachen. Aber nein. Egal. Egal. Also, man muss ja immer erst so ein paar Runden fahren mit so einem Panzer, damit man den einigermaßen drauf hat. Man sagt in der Regel, sind es sogar 100 Runden und das kann ich auch ehrlich gesagt nachvollziehen. Sehr schön. Man muss es also wirklich einen Panzer 100 Runden fahren, auch einen Premium-Panzer, um sich wirklich ein Bild von diesem Panzer machen zu können. Das ist wirklich sinnvoll. Ja, 1000 Schaden haben wir gemacht. Boah, Scorpion G hat 5000 Schaden gemacht. Alles klar, ich glaube, bei dem läuft's. 1000 Schaden gemacht, 3 Treffer erhalten. Pui, ja. Die beiden Treffer, als sie gleichzeitig geschossen haben, Scorpion G und 3002D, das hätte ich eigentlich umgehen können, sollen. Müsse, besser gesagt sogar. Aber gut. So, 40.000 haben wir insgesamt gemacht. 32 bekommen wir raus. Ich weiß nicht, ob die Werkzeugkiste sich wirklich positiv auswirkt. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt aktuell keine große Wahl, was das angeht. So, ich denke, ein Ründchen machen wir noch und dann soll es das auch für heute erstmal gewesen sein. Ja, so von den ersten 2, 3, ich glaube, das ist jetzt die vierte Runde, von den ersten 2, 3 Runden, ja, es ist ein Panzer, mit dem man spielen kann. Es ist ein Panzer, den man sehr, sehr vorsichtig spielen muss. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz klare Vorgabe. Sehr, sehr vorsichtig spielen. Aufgrund seiner Geschwindigkeit, wie die Hellcat eigentlich, verführt er zu weit nach vorne zu fahren. Ich würde sagen, so von der Spielweise her, ja. Ist schwierig. Man braucht auf jeden Fall... Oh Gott. Man muss sich auch ein bisschen an die Flugeigenschaften der Granaten gewöhnen, weil die sind nicht gerade schnell. Wo kommt er denn daher? Er kommt daher. Gekettet. Sehr schön. Einen zweiten Schuss kann ich aber leider nicht nochmal setzen.
Also man muss wirklich, wirklich sehr, sehr passiv spielen. Was macht denn der 13er da vorne? Ja, spinnt er denn oder was? Sehr schön, den 14-1 hat den 34-100 rausgenommen. Jetzt kann ich hier aber nicht mehr drauf wirken. Gucken, ob ich gleich noch ein bisschen weiter nach vorne fahren kann, damit ich möglicherweise an den Fetten komme. Ups. Ne, Fetten steht schon zu weit nach hinten. Komme ich dann in den Räumerwagen dran? Also vom Ein-Aimen her, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt er mir schon so, wie er ist. Oh, Badchat da hinten am Start. Oh, oh. Oh, oh. Eigentlich stehe ich schon wieder viel zu weit vorne. Wenn die Badgets hier gleich anrauschen, bin ich sowieso am Arsch. Nee, ich hab hier. Es bringt nichts, wenn ich mich da vorne hinstelle. Ich kann ja nichts aushalten. Ich kann nichts an Schaden abfangen. Da habe ich nichts bei gewonnen. Da gehe ich mal lieber schön ein bisschen nach hinten. Versuche da mal ein bisschen was zu reißen. Da hinten kommt nämlich schon der Badget angeflogen. Die reißen das noch. Die reißen das noch, weil die alle auf eine Seite rumgegangen sind. Ich bin doch jetzt nicht auf. Erzähl doch nichts. Wer will mich denn jetzt hier aufgemacht haben? Wahrscheinlich bin ich da erstmal schön abgeprallt. Schade. Schade, schade, schade. Ja. Also mit diesem echt krassen Tarnwert weiß ich nicht, wer mich da hinten aufgemacht hat. 436 Schaden nur bei 5 abgegebenen Schüssen. Schade. Keine gute Runde. Aber naja, nun gut. Nichtsdestotrotz. Ja, liebe Freunde, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Wie gesagt, der M56 Scorpion. Meine ersten Runden damit. Ja, es ist ein Panzer, der mir nicht auf Anhieb gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich muss man sich aber auch wirklich ein bisschen dran gewöhnen. Bedeutet also letzten Endes, ich darf ja mal ein paar Ründchen mitfahren. Die Nullpanzerung ist echt schon, da muss man sich schon hart dran gewöhnen. Gerade wenn man dann von so Runden kommt, wie ich das jetzt momentan ja immer noch mache, mit dem AT-15A, der ja ein unwahrscheinlicher Bouncy-Panzer ist, und dann kommt so ein Ding dagegen mit einfach mal 1 mm Panzerung. Tja, egal. Bisschen ungewöhnt, wie gesagt, 100 Spiele braucht man sowieso, bis man sich an so einen Panzer gewöhnt hat. Und dann kann man sich auch erst ein richtiges Resümee zu diesem Fahrzeug bilden. Natürlich spielt die Crew auch eine ganze Menge mit dazu. Ja, das war's an dieser Stelle. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, war einigermaßen interessant. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr so vom Scorpion haltet, sofern ihr ihn habt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit was, mit wo und mit wem? Werdet ihr dann sehen. Bis dahin, reingehauen und tschüssing!